Und so fand der Erste Weltkrieg schließlich sein Ende, als in Berlin der Waffenstillstand unterzeichnet wurde. Der amerikanische Außenminister Robert Lane. Herr Serin? Ja, Isabella, was ist denn jetzt schon wieder? Hier steht aber, dass der Waffenstillstand in Frankreich beschlossen wurde. Kein Mensch ist perfekt. Wir machen alle Fehler, natürlich auch die Autoren eures Lehrbuchs. Ich reiß mal die Seite raus, damit ihr nichts Falsches lernt.